Buyaka und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir eine neue Tauchlampe gekauft. Und falls du dich jetzt fragst, hey, wieso kaufst du dir noch eine Lampe? Du hast doch eine, ja, eine kurze Geschichte. Ich war bei einem Nachttauchgang mit dabei. Mein Buddy und ich hatten jeweils eine Tauchlampe mit. Und ungefähr nach Viertelstunde bei 10 Meter Tiefe, es war absolut dunkel, geht die Lampe von meinem Tauchbuddy aus. Akku ist alle. Hat er vergessen aufzuladen. Kann passieren. Und da habe ich sofort ein bisschen Panik im Kopf gekriegt. Was würde passieren, wenn meine Lampe auch jetzt ausgehen würde? Wie schon gesagt, es war absolut dunkel. Man konnte nichts erkennen ohne Lampe. Und da habe ich mir gedacht und mir geschworen, wenn ich heil nach Hause komme, werde ich mir auf jeden Fall eine Backup-Lampe kaufen. Und das habe ich auch getan. Und das ist die Vorkos DL02. Mein Video habe ich jetzt in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil schauen wir uns die Lampe an und im zweiten Teil im Einsatz. Also wird das ein bisschen praxisorientierter. Also nicht lange schnacken, auf geht's. Die Vorkos DL02 Tauchlampe wird in einem schlichten Karton geliefert. Im Karton befindet sich eine Handschlaufe, ein USB-C Ladekabel, natürlich die Ladestation. Dann eine mehrsprachige Bedienungsanleitung, darunter auch in Deutsch, absolut top. Und natürlich die Tauchlampe. Die gucken wir uns gleich im Detail an. Und Vorkos hat noch zwei Ersatzohrringe dazu gepackt. Absolut fantastisch. Bitte auf die Ohrringe aufpassen, nicht wegschmeißen, die sind super wichtig. Denn wenn ein Ohrring kaputt geht, kann es passieren, dass die Lampe Wasser zieht und dadurch kaputt gehen kann. Deswegen rechtzeitig wechseln und vor allem nicht wegschmeißen. Top! Also vielen Dank an Vorkos, dass die wieder mal mitgedacht haben. Das finde ich absolut top. Und so sieht die Vorkos DL2 aus. Hier haben wir eine super helle LED mit 3000 Lumen. Die Tauchlampe ist 135 mm lang und am Kopf hat sie einen Durchmesser von 36 mm. Wenn man die Lampe zum ersten Mal aufmacht, findet man einen Batterieschutz. Den kann man jetzt wegschmeißen. Die Tauchlampe wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben. 21700, 3,6 Volt, 5000 mAh und 18 Wattstunden. Die Tauchlampe wiegt ohne Akku exakt 130 Gramm und mit Akku nicht ganz 200 Gramm. Die Feder wurde mit Gold beschichtet für optimale elektrische Leichtfähigkeit und geringeren Widerstand. Hier sehen wir die beiden Ohrringe. Die müssen hundertprozentig in Ordnung sein, sonst kann es passieren, dass die Lampe Wasser zieht und dadurch kaputt gehen kann. Das Taschenlampegehäuse besteht aus Aluminiumlegierung. Die Linse besteht aus gehärtetem Mineralglas. Die Lampe wurde nach IPX8 zertifiziert und somit ist sie bis zu 100 Meter wasserdicht. Die Lampe hat auch einen Überhitzungsschutz. Ab 60 Grad wird die Lampe gedrosselt und somit verhindert, dass sie sich überhitzt und kaputt geht. Der Ladezustand von der Tauchlampe wird durch eine LED-Anzeige angezeigt. Wenn die LED rot blinkt, dann hat die Batterie nur noch 10% Kraft. Wenn es rot leuchtet, 10-50%. Grün blinkt 50-75% und wenn es dauerhaft grün leuchtet, dann 75-100% und somit kann ich sehen, dass meine Lampe komplett aufgeladen ist. Die Bedienung der Tauchlampe ist kinderleicht. Mit einem Drehrad wechselt man zwischen drei Modi. Bei 1 haben wir Low-Modus, gut, wenn man wenig Licht braucht. Bei 2 haben wir Medium-Modus, perfekt für normale Situationen. Und bei 3 sind wir im High-Modus für maximale Helligkeit. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Ab nach draußen! We'll be right back.
Und jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Ich bin absolut begeistert von der Tauchlampe. Und wenn du kein Taucher bist, mach nichts. Die Lampe ist für alle Outdoor-Aktivitäten bestens geeignet. Ob zum Campen, ob du einfach nur mit deinem Hund spazieren gehst, wenn es regnet, das macht der Taschenlampe absolut nichts aus. Richtig handlich, klein, man kann es mit einer Hand bedienen. Die Akkus halten super lange, die ist super hell, absolut robust. Einfach nur eine top verarbeitete, super schöne Taschenlampe. Und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da. Auch im Internet wird hier super gut bewertet. Viele Kunden haben Top-Bewertungen abgegeben. Das kannst du alles hier sehen. Also, wenn du auf der Suche nach einer zuverlässigen, robusten, super hellen Taschenlampe bist, dann kann ich dir Wirkus DL02 hundertprozentig weiterempfehlen. Wie ich gesagt habe, das ist meine Backup-Lampe. Sozusagen die kleine Schwester, denn das ist meine Hauptlampe, der große Bruder, die kleine Schwester, ne, im Vergleich. Mit dieser Lampe tauche ich die meiste Zeit und falls ich noch ein bisschen mehr Licht brauche oder angenommen Akku geht alle, habe ich meine Backup-Lampe mit dabei. Und das ist auf jeden Fall ein beruhigendes Gefühl, dass man ein Backup Gerät mit hat. Vielen Dank, dass du dabei warst. Abonniere meinen Kanal, like meine Videos, schreibe Kommentare. Und ich würde sagen, Booyakaya und der nächste Tauchgang kann kommen. Booyakaya.